ihn her, Ibrahim. Mein Vater besaß einen kleinen Laden in Basra. Er war weder arm noch reich und war einer von jenen Leuten, die nicht gerne etwas wagen, aus Furcht, das Wenige zu verlieren, das sie haben. Er erzog mich schlicht und recht und brachte es bald so weit, dass ich ihm zur Hand gehen konnte im Geschäft. Ich war gerade 18 Jahre alt, als er die erste größere Spekulation wagte. Kurz darauf starb er. Wahrscheinlich aus Gram 1000 Goldstücke dem Meere anvertraut zu haben. Ich musste ihn bald nachher wegen seines Todes glücklich preisen, wie sich an jenem Tag zeigen sollte. Es ist ein Schiff im Hafen eingelaufen, Herr, das... Jetzt hol doch erst einmal Luft. Ja. Und hier, trink etwas. Ach, zu freundlich, junger Herr, danke. Das tut gut. Das dachte ich mir. Also? Ja. Ein Schiff ist eingelaufen, sagtest du. Ganz recht. Und mit ihm kamen leider schlechte Nachrichten. Sehr schlechte Nachrichten sogar, junger Herr. Dann nur heraus damit. Ich werde die Wahrheit vertragen können. Das... Schiff, dem euer unglückseliger Vater seine Güter mitgegeben hat, ist gesunken. Nein. Leider doch. Es tut mir so leid für euch, junger Herr. Was soll denn jetzt bloß geschehen? Das ist ein sehr schwerer Rückschlag. Ah, natürlich ist es das. Aber so schnell gebe ich nicht auf, Ibrahim. Niemals werde ich aufgeben. Oh, das dachte ich mir, dass ihr das sagen würdet, junger Herr. Aber was habt ihr nun vor? Ich werde auf der Stelle alles vollends zu Geld machen, was mein Vater mir hinterlassen hat. Und mit dem Erlös ausziehen, um in der Fremde mein Glück zu machen. Sehr gut. Ich beglückwünsche euch zu diesem einzig richtigen Vorsatz. Danke, lieber Ibrahim. Ah, ja. Es betrübt mich sehr, dass unsere Wege sich deshalb nun trennen werden. Warum denn das, junger Herr? Ich werde euch selbstverständlich begleiten, wohin auch immer das Schicksal euch hinführen mag. Aber ich werde dich vermutlich nicht bezahlen können. Bezahlen? Geld ist nicht alles. Nein, ich werde es mir unter keinen Umständen nehmen lassen, euch aus alter Anhänglichkeit zu begleiten. Ich danke dir. Nicht doch. Von euch und eurem Schicksal wird mich so schnell niemand trennen. Dann nichts wie auf ans Werk. Ja. Im Hafen von Basra schifften wir uns 1825 mit günstigem Winde ein. Das Schiff, welches ich ausgewählt hatte, hielt Kurs auf Indien. Wir waren schon 15 Tage gemächlich auf der gewöhnlichen Wasserstraße gesegelt, als uns der Kapitän eines Abends mit finsterer Miene an Deck begegnete. Was ist denn los, Kapitän? Es muss etwas nicht in Ordnung sein, denn ihr seid doch sonst immer so heiter. Wir sind das Lachen und die Heiterkeit leider gerade gründlich vergangen. So? Ja. Und warum, wenn ich fragen darf? Warum wohl? Weil wir geradewegs in eine schwere Sturmfront segeln. Oh. Und es gibt leider nicht das Geringste, was ich dagegen tun könnte. Das sind in der Tat keine allzu guten Neuigkeiten. Wahrlich nicht. Nein. Ich kenne in dieser Gegend das Fahrwasser nicht gut genug, um einem Sturm mit Ruhe begegnen zu können. Also werden wir uns auf eine unruhige Nacht gefasst machen müssen, so wie sich das anhört. Ich fürchte ja. Tja. Hey, ihr da, ihr faulen Kerle! Sitzt doch nicht so untätig rum! Macht euch lieber nützlich! Jede Minute zählt! Uns droht großes Unheil vom Wetter! Die Segel müssen unverzüglich eingeholt werden! Und zwar alle! Oh je! Merkwürdigerweise trieben wir jetzt ganz langsam dahin.
Die Nacht war angebrochen und es war hell und kalt. Aber kein Lüftchen weht. Nein. Kann das die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm sein, Herr? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht zu sagen, Ibrahim. Ja, sieh mal. Da ist der Kapitän. Ach ja, sehr glücklich sieht er nicht gerade aus. Nein.